Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Frankie de Jong, hat eine sehr geile Thunderstruck SBC bekommen und den schauen wir uns jetzt genau an. Gut, hoch Mittelarbeitsrate hat er, 1,81 groß, 4 Sterne Spezialbewegung und 4 Sterne schwacher Fuß. Da haben wir schon mal ein kleines Upgrade. Starker Fuß ist der rechte. Ich spiele den mit Shadow, damit hat er Explosive überwiegend, also Mostly Explosive als Antrittstyp. Spielt beim FC Barcelona, kann nur ZM spielen, bisschen ein kleiner Wermutstropfen auf der Karte, aber ist Holländer, damit gute Linkmöglichkeiten, Barcelona, La Liga sowieso. Mit dem Shadow geht sein Antritt auf 90, das Sprinttempo auf 93. Der Schuss, sage ich mal, schaut passabel, und naja, passabel ist übertrieben. Naja, der Schuss ist jetzt nicht der allerkrasseste, sagen wir es mal so. Dafür ist das Passspiel sehr gut, 89 Übersicht, 79 Flanken, 92 kurzer Pass, 90 langer Pass und 85 Effet. Das sind echt stabile Werte im Mittelfeld, sehr gute Werte eigentlich. Dribbling bei 89 Beweglichkeit, 81 Balance, 90 Reaktion, 91 Ballkontrolle, 89 Dribbling und 92 Ruhe. Auch das für einen Mittelfeldspieler sehr gute Werte. Er hat einen Unique Body Type und wie gesagt ist mit seinen 1,81 jetzt nicht der allerkleinste, aber auch nicht der allergrößte. Ich glaube, der wird sich gut spielen lassen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, die Goldkarte habe ich vor ein paar Wochen noch gespielt, immer wieder mal. Und die war eigentlich immer sehr stabil. Hat jetzt nicht gemerkt, dass der irgendwie unbeweglich oder so gewesen wäre. Defensive Push mit ihm natürlich mit dem Shadow auf 93 abfangen, Kopfballpräzision auf 79. Das defensive Bewusstsein ist ein bisschen niedrig, geht auf 83. Fairer Zweikampf geht auf 87. Die Grätsche geht auf 92. Dazu der 84 Sprungkraft, 91 Ausdauer, was sehr stark ist, 76 Stärke, 76 Aggressivität. Also er ist jetzt sicher nicht der geborene Sechser. Als einzelnen Sechser würde ich den wahrscheinlich eher weniger empfehlen, von den Werten her jetzt mal. Aber wir werden sehen, wie er ingame verteidigt. Und wir haben bei den Thunderstrucks ja jetzt die Möglichkeit, dass ich die auch upgraden. Und das ist bei Barcelona, glaube ich, schon mal auf jeden Fall gegeben, dass die zumindest einen Sieg aus den nächsten 4 Spielen holen werden. Dann bekommt er ein +1. Wenn sie 2 Spiele aus diesen 4 Spielen gewinnen, bekommt er 2 normale Spielstile dazu. Welche das sind, müssen wir uns überraschen lassen. Und wenn sie 3 Siege aus den 4 Spielen holen, bekommt er nochmal ein +1. Also könnte auf eine 90 hochgehen. Das ist schon sehr stabil, wenn sie das schaffen würden. 3 Siege aus 4 Spielen ist dem FC Barcelona zuzutrauen, aber sie haben schwere Gegner, unter anderem, glaube ich, Atletico Madrid jetzt demnächst. Also einen Sieg bzw. 2 Siege, glaube ich, auf jeden Fall. Den dritten Sieg, da müssen wir uns überraschen lassen. Bei den Spielstilen hat er auf jeden Fall mal den angeschnittenen Schuss, den entscheidenden Pass, den weiten Pass und Tiki-Taka, also sehr viel für Passspiel, was sehr brauchbar ist auf einer Karte im Mittelfeld. Dann hat er den Flair. Er hat den Ruhepol, auch das eigentlich ein sehr guter Spielstil, weil damit behält er beim Dribbling im Lauftempo eine enge Ballkontrolle und zusätzlich hat er dann noch Trivela Plus. Außenrisspässe und Außenrissschüsse werden kontextabhängig ausgelöst. Jetzt muss man halt sagen, der Schuss schaut nicht so krass aus, wir werden es probieren. Vielleicht könnte man da auch überlegen, den wirklich als Achter zu spielen oder als offensive Sechs und man sagt, okay, man verzichtet ein bisschen auf die Defensive und gibt ihm einen Hunter. Auf jeden Fall ist er, wie gesagt, gut einzubauen. Ich habe da ein paar Spiele aus der Liga, beziehungsweise mit Van Dijk einen Holländer. Und auch durch die Ikone bekommt er natürlich nochmal einen Punkt. Habe ich das gut geschafft. Bin mit ein paar Deutschen, weil ich Thomas Müller noch evolutionieren möchte. Und dann würde ich sagen, wir starten rein und testen den Frankie. Oh, gut reingegangen von Frankie de Jong. Oh, Frankie de Jong. Gut abgefangen da. Naja, der Trivela war dann, da war zu wenig Platz, aber er ist noch immer da. Ja, okay, ein bisschen missglückt, aber er macht das Tor. Da können wir uns sein Playerface mal anschauen. Oh, guter langer Ball da nach vor auf Werner eigentlich. Ja, schön auch mit dem Dribbling gelöst. Und immer der Zug nach vorne, das merkt man gleich jetzt im ersten Spiel eigentlich schon. Ja, der Pass wäre fast gut gewesen, oder war gut. Ah, gut abgeblockt von Frankie de Jong, sehr stark. Ja, aus der Bedrängnis da den Pass gespielt, der Frankie. So, jetzt haben wir ihn da. Ja, es war schwer dann da. Ja, macht's halt Werner.
Ah, wieder guter Pass von Frankie. Ja, gut nach vorne gegangen. Macht er fast das zweite. Ja, wieder gut reingegangen von De Jong, auch gut abgeschirmt. Oh, Frankie De Jong, schade, schade, schade. Ja, gut gestanden eigentlich De Jong. Schade. Ja, das ist auch gut gestanden für den Abpraller. Der Schuss war schlecht. Gut, er hat 54 Elfmeter. Schauen wir mal, ob es trotzdem reicht für die goldene Mitte. Hat gepasst. Also Passspiel, das war auch zu erwarten. Das funktioniert echt gut mit ihm. Schaltet sich immer wieder gut ins Offensivspiel da auch mit ein. Aber nicht zu aggressiv, finde ich. So, Beweglichkeit. Ja, da kommst du halt dann nimmer mehr durch gegen zwei, drei Leute. Ja, stark, Frankie. Kommt, Rivela. Ja, ein bisschen mies. Also abschirmen und so, das funktioniert eigentlich immer relativ gut mit ihm. Ja, guter Pass von Frankie. Ja, schlecht, zu fest aufgeladen. Ja, gut durchgesetzt wieder. Also muss sagen, es macht er stark. Ja, guter Pass von Frankie. Schade. Oh, super, der passt da durch das Loch durch noch. Stark. Oh, schön aus der Bedrängnis da den Pass noch gespielt. Dieser Courtois hält schon wieder alles. Boah, wieder Zuckerpass. Also der Pass, der kann sich sehen lassen. Da hätte ein bisschen besser, ich habe ihn dann geschickt, aber da hätte ein bisschen besser von alleine vielleicht vorgehen können. Ja, gut, gut dran geblieben, sehr stark. Ja, wieder stark, also defensiv muss ich sagen, macht er schon einen sehr guten Job. Auch da steht er wieder gut. Also da, wenn er da jetzt weitergelaufen wäre, der Frankie, da ist er, wäre man aufs Tor gezogen. Ah, oh, super Pass wieder von Frankie De Jong auf Müller. Müller ist Maschine. Ja, gut zurückerobert, stark. Da gut reingegangen, die CPU von ihm. Ja, da war zu viel Betrieb, schade. Ja, wieder gut dran geblieben. Also das muss ich sagen, macht er echt immer wieder stark. Ja, stark hinten ausgeholfen, gleich wieder nach vorne gegangen. Ja, man muss halt sagen, der Schuss ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Ja, da haben wir nochmal die Beweglichkeit ein bisschen, also sehr stabil. Ja, gut durchgesetzt mit dem Körper, auch das Dribbling da nochmal. Jetzt komm, schade, schade, schade. Jetzt, ja, der Schuss ist echt nicht das Gelbe vom Ei. Gut, abschließendes Fazit mit Frankie de Jong. Vier Spiele haben wir jetzt gemacht mit ihm, zwei Tore. Die beiden Tore waren nicht sehr ruhmreich, muss man sagen. Das eine war irgendwie so ein Gestochere, das andere war ein Elfmeter in die Mitte geschossen. Eine Torvorlage. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ihn überwiegend auf der Doppelsechs gespielt, mit der Anweisung hinten bleiben, absichtlich, weil ich einfach sehen wollte, wie er defensiv sich verhält. Nach vorne hatten wir ein paar Möglichkeiten, da haben wir herausgefunden, also ich für mich jetzt zumindest,
Der Schuss ist nicht unbedingt der geilste, aber er ist immer gut positioniert, er bindet sich immer gut in das Vorwärtsspiel mit ein. Wenn man ihn in einer Formation spielt, wo er keine Anweisung hat, dass er sich nach hinten orientieren soll, dann ist er auch immer wieder gut mit nach vorne gegangen. Also eine echt geile Box-to-Box-Karte eigentlich. Vielleicht jetzt nicht die krasseste Box-to-Box, weil er eben diese Hoch-Mittel-Arbeitsrate hat. Wenn man mit der Anweisung hinten bleiben arbeitet, wie gesagt, macht das aber auch. Also da konnte ich jetzt nichts irgendwie negativ feststellen. Auch die Defensivleistung sehr gut mit Abschirmen und so. Habe ich euch auch ein paar Szenen hineingeschnitten. Das Dribbling fühlt sich sehr gut an mit ihm. Das Tempo fühlt sich sehr gut an. Das Passspiel ist sowieso ein Traum. Also alles in allem eine sehr gute Karte mit den Möglichkeiten auf diese Inform-Upgrades bzw. die zusätzlichen Spielstile. Ich würde sagen, wer die Coins hat, beziehungsweise wer Futter gesammelt hat und der in euer Team passt, ich glaube, das ist eine Karte, die sollte man fast mitnehmen. Mit Holland und Barcelona hat man sowieso die besten Link-Möglichkeiten, auch nicht nur innerhalb der La Liga, sondern auch zu einem Van Dijk zum Beispiel oder zu einem Xavi Simons. Da gibt es ja genug Holländer, also braucht man, glaube ich, jetzt nicht alle aufzählen. Ich für meinen Teil würde sagen, dieser Frankie de Jong ist eine absolut geile Karte. Ich finde auch den Preis voll gerecht, also der ist nicht zu teuer. Billiger geht immer, das wissen wir eh, aber ich finde den Preis voll fair. Also ich könnte mich da jetzt nicht beschweren, vor allem der kann auf eine 90 hochgehen mit den Spielstilen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was von ihm zeigen. Alles in allem, wie gesagt, nochmal zusammengefasst. Tempo passt, Passspiel ist super, Dribbling fühlt sich sehr gut an, defensiv ist stark, ist jetzt nicht der allerkrasseste nach hinten. Da gibt es bessere, die man auf der 6 wahrscheinlich spielen kann, aber als zweiten Sechser, als offensiven Sechser, absolut top. Also da kann man nichts sagen, defensiv hat gepasst. Einziges Manko meiner Meinung nach ein bisschen der Schuss. Aber ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, gerne einen Daumen da lassen, gerne den Kanal abonnieren und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, ciao, ciao.